Herzlich willkommen zu dieser Tarot-Kartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich schaue heute wieder in die Karten für dich. Grundsätzlich, wenn du es noch nicht weißt, die Kartenlegung ist für dich, wenn du in Resonanz gehst. Manchmal kann es aber auch schwer sein, dass man in Resonanz geht, weil in Resonanz gehen heißt auch vor allem, dass man seine Situation erkennt. Das heißt, es ist immer schwer, irgendwie mit der Zukunft in Resonanz zu gehen, natürlich, weil man ja eben von selber nicht weiß, was passiert. Sonst bräuchte man ja keine Legung. Und oft passieren einfach auch unvorhergesehene Dinge, mit denen man so nicht rechnet. Das heißt, es kann sein, dass man sagt, bah, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, aber dann passiert es trotzdem. Das heißt, man kann nächste Woche im Lotto gewinnen und das ganze Leben verändert sich, nur als Beispiel, und man rechnet gar nicht damit, man kann es gar nicht glauben, und genauso kann es bei verschiedensten Dingen sein. Schauen wir jetzt mal nach, was die Karten uns heute wieder zeigen. Und die 9 der Münzen. Wir haben den Pagen der Stäbe und wir haben die 5 der Münzen. Ja, wir haben hier jemanden, der sich unreif verhält, dir gegenüber, und durch sein unreifes Verhalten einen Keil zwischen euch beide gebracht hat. Aber dieser Keil vermag nicht die ganze Anziehung zwischen euch oder die Verbindung zwischen euch zu kappen, zu zerstören. Er kann sie nur schwächen. Die Verbindung findet irgendwie trotzdem einen Weg. Und was ich hier sehe, ist einfach auch so ein kindisches Verhalten teilweise. Generell diese Spielchen, beziehungsweise dieses Auf und Ab, dieses sich nicht entscheiden können. Wir haben hier auch den Pagen der Stäbe. Da ist einfach jemand, der oftmals unbedacht handelt und einfach gar nicht weiß, was er wirklich will. Eben wie es bei jemandem, der sehr jung ist, oft der Fall ist, obwohl er ja eigentlich schon älter ist. Also er ist ja jetzt kein kleiner Junge mehr, zumindest nicht physisch. Ja, also da ist von der Energie her einfach wirklich eine unreife Energie. Die haben wir hier. Und bei dir ist es eher anders, du bist eher reifer, du weißt, was du möchtest. Und hier haben wir einfach jemanden, der im Zwiespalt ist und uns selbst gar nicht weiß, was er möchte. Das heißt, es ist eigentlich schlimm, ab einem gewissen Alter nicht zu wissen, was man möchte. Das sollte eben eigentlich nur bei jungen Leuten sein und irgendwann sollte man es dann wissen. Wobei es natürlich oft sein kann, dass bei verschiedenen Lebensbereichen Leute lange nicht wissen, was sie wollen. Und das haben wir eben hier bei ihm, was die Liebe betrifft. Also grundsätzlich ist eben meistens das, muss man sagen, das eine Thema die Liebe und dann natürlich das Thema Beruf. Und das sind eben so meistens die zwei Themen, wo die Leute immer so eine Ungewissheit haben und selbst nicht wissen, in welche Richtung soll es gehen, weil es beides auch irgendwo komplizierte Themen sind, aber natürlich sehr, sehr wichtige Themen. Also der Hauptfokus liegt meistens einerseits auf der Berufung, eben der Selbstverwirklichung, und dann natürlich noch auf der Liebe. Auch wenn viele Leute sagen, sie brauchen keine und das ist nicht das Wichtigste, es mag nicht das Wichtigste sein, es kommt immer auf die Lebenssituationen, aber es ist auch wichtig. Und ich sehe auch, dass es ihm grundsätzlich wichtig ist, nur will man es sich hier nicht ganz eingestehen. Und natürlich kann es auch eine Frau sein, also vielleicht weißt du es schon, aber meine Legungen sind nicht geschlechterspezifisch. Ich sage es immer wieder,
weil auch häufig dann wieder diese Frage auftritt. Das heißt, dieser Zwiespalt, schauen wir uns genauer an, was da wirklich für Gefühle in Bezug auf dich da sind, weil es ist ja gut zu wissen, dass er diesen Zwiespalt hat in Bezug auf Liebe im Allgemeinen, aber was sind wirklich jetzt die Gefühle in Bezug auf dich? Wir haben ja schon das Ass der Schwebe. Wir haben ja noch einen Pagen. Den Pagen der Münzen diesmal. Und wir haben die Acht der Kelche, ja. Das heißt, wir haben hier einen Teil von ihm. Oder nein, machen wir es so. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Und ich würde sagen, wir fangen mit der schlechten an. Die schlechte Nachricht ist, er läuft irgendwie immer vor dir weg. Er läuft weg und hat irgendwie Angst vor nichts. Er hat Angst vor, ja, vor was eigentlich? Das ist eben die Frage. Also das, wovor er Angst hat, das existiert ja eigentlich nur im Kopf. Das ist ja eine Illusion, weil er läuft vor seinen Gefühlen weg, weil er Angst davor hat, dass sich die offenbaren. Also du siehst hier die Kelche. Das sind die ganzen Gefühle, die bei euch beiden hier im Spiel sind. Und das ist er. Aber wo geht er hin? Wohin? Na, irgendwo hin. Hier einfach in die Dunkelheit. Also hier ist kein Licht. Da wäre es doch besser, er bleibt hier auf festem Boden bei den Kelchen, bei den Gefühlen, bei dir. Anstatt dass er hier ja eigentlich den holprigen Weg einschlägt. Weil wir haben hier zwar das Meer, aber wir haben eben auch hier ein paar Steine oder Felsplatten, wie man auch immer das nennen mag. Und da geht er eben drüber, aber die Frage ist, wohin? Das ist keine Richtung. Er geht nur weg von. Er geht nicht hinzu. Das ist hier wichtig zu verstehen. Jetzt die gute Nachricht. Er kann nicht weggehen. Also er kommt immer wieder zurück. Warum? Weil in ihm doch irgendwo so ein Feuer brennt für dich. Irgendwo ist er einfach doch auf einer liebestechnischen, emotionalen Bindungsebene mit dir verbunden. Da ist mehr da. Da geht es nicht nur um Körperlichkeiten. Und du siehst es auch irgendwo selber. Wenn da nur Körperlichkeiten da wären, dann würde es ihm nicht so leicht fallen, dann würde es ihm nicht so schwer fallen, wegzugehen. Dann würde er einmal weggehen und fertig. Du würdest nie wieder was von ihm hören und du würdest auch irgendwo was spüren. Wobei das eben nicht sicher ist, das kommt darauf an, wie sensibel du bist, wie sensitiv, weil manchmal kann man auch ein bisschen spüren, ob sich da was verändert hat von der Energie her, je nachdem. Aber hier ist es einfach nicht der Fall. Schauen wir uns an, wie es mit euch beiden weitergeht. Und ja, was ich noch la sagen lässt, ist, es sagen immer viele Leute, ja, mit dem gehe ich in Resonanz und manche sagen ja, aber ich bin mir dann unsicher. Schau, es ist eine allgemeine Legung, die ist für dich und die ist aber nicht unbedingt für dich. Das heißt, sie ist für dich, wenn du sie fühlst, wenn du in Resonanz gehst und das kann manchmal schwer sein. Manchen Leuten fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Aber sie sollen dir einfach auch eine Stütze geben. Das heißt, es kann auch sein, dass du irgendwo mit Teilen in Resonanz gehst und dann vielleicht auch einfach auf die nächste Legung warten musst, um noch mehr Klarheit zu bekommen. Und ja, wenn dir generell meine Legungen gefallen, kannst du mir auch gerne folgen und die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Dann verpasst du auch keine weitere Legung von mir und kannst mich unterstützen. Und ja, ich würde einfach auch versuchen, mir Gedanken drüber zu machen und dich dann auch zu fragen, was möchtest du wirklich? Und wir haben hier mit dieser Person
grundsätzlich eine Zukunft. Wieso grundsätzlich? Weil das sich lösen wird. Das heißt, dieses Weglaufen wird irgendwann aufhören. Dieser Zwang, dieses Davonrennen wird sich lösen. Und das ist etwas, was bei ihm von selbst vonstatten gehen wird. Einfach weil ihn dieses Weglaufen auch schmerzt. Das heißt, er muss dir vorstellen, wenn er von dir weggeht, ist das wie eine Zwangshandlung. Und das tut ihm auch weh. Und Zwangshandlungen, was ist eine Zwangshandlung? Dass man etwas mit Zwang tut, weil man glaubt, es tun zu müssen, obwohl man es weder tun will und es sich nicht wirklich gut anfühlt. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich noch jünger und da gab es einen Jungen und der hat immer seinen Kopf geschüttelt. Einfach so zwischendurch mal den Kopf geschüttelt. Und der hat dann aber damit aufgehört. Also ich war mit dem länger in der Schule oder war das im Kindergarten. Ich glaube, das war sogar mal beides. Und der hat immer den Kopf geschüttelt. Einfach so. Und dann hat er aber damit aufgehört. Und im Endeffekt war das nur, weil er sich so daran gewöhnt hat, dass er gedacht hat, er kann nicht mehr damit aufhören. Weil das schon so gewohnt war. Und wir haben hier bei deinem Herzensmenschen dasselbe, nur dass er nicht den Kopf schüttelt. Das ist nicht lustig eigentlich. Ja, aber ja. Sondern, dass er einfach zwanghaft immer vor seinen Gefühlen und vor der Verantwortung davonläuft. Weil er Angst vor einer Beziehung hat und wenn er davon wegläuft und das immer wieder tut, dann denkt er, er muss es auch immer, immer wieder tun und er kann nicht damit aufhören, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Bei ihm sehe ich, dass er die Stärke aufbringen wird, das zu schaffen und auch wirklich sein zwanghaftes Weglaufen zu überwinden. Das heißt, dass er diesen Zwiespalt eines Tages verschwinden lassen kann. Wieso wird er das können? Ganz einfach. Weil die Liebe bei euch siegen wird. Die Liebe wird an diesem Punkt dabei helfen, die Wahrheit durchdringen zu lassen. Vier der Stäbe, Page der Kelche, acht der Schwerter. Wen siehst du hier? Das seid ihr beide in der Zukunft. Und da ist Klarheit da. Du siehst es, du siehst die Karte. Da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Du siehst selber, was hier ist. Und das ist einfach schön, das ist klar, aber der Weg dahin ist nicht eindeutig. War es nicht, ist es jetzt nicht und er braucht sehr, sehr lange, bis er dann eindeutig sein wird. Wir haben mit dem Pagen der Kelchen. Der wird sich von seiner Schokoladenseite zeigen. Du glaubst es fast gar nicht, aber du wirst einfach sehen, dass er auch wirklich Liebe in sich hat. Versuch dir das, und ich weiß, das sagt sich einfach, vielleicht sollte ich es gar nicht sagen, ich sage es trotzdem, versuch es dir nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, du sagst es jetzt, ja, ich habe aber Gefühle, wie kann ich es mir dann nicht zu Herzen nehmen? Es gibt einen Unterschied zwischen emotionaler Bindung und emotionaler Abhängigkeit. Und diese emotionale Abhängigkeit, die solltest du auf gar keinen Fall zulassen. Eine emotionale Abhängigkeit heißt einfach, dass du dein Leben und deine Energie
vollkommen von deinem Partner kontrollieren lässt, im Sinne von seine Aktionen, Reaktionen oder indem er vielleicht gar nichts tut, das kommt ihm auf die Situation an, beeinflussen einfach dein Glück und das, was dich ausmacht, wie dein Tag ist. Und das hat hier keinen Platz. Frag dich selbst, möchtest du warten? Möchtest du ihm diese Chance noch geben, diese letzte Chance geben, wirklich zu dem zu finden, was er wirklich für dich empfindet und was er für euch beide möchte? Oder sagst du, ich kann es nicht? Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht so viel länger warten kann. Und ich möchte einfach nicht mehr verletzt werden. Ich möchte nicht mehr hingehalten werden. Ich habe die Spielchen satt. Und wenn du jetzt nicht mehr ein paar Wochen bis Monate Geduld hast, wenn du sagst, das geht nicht, das ist zu hart für dich, dann musst du auch einsehen, dass das nicht von heute auf morgen wieder alles vollkommen so ist, wie du es eigentlich gerne hättest. Das heißt nicht, dass sich bis dahin kein guter Kontakt ergibt. Also ich sehe in naher Zukunft, dass ihr zumindest wieder besseren Kontakt haben werdet. Aber ihr werdet noch nicht glücklich zusammen sein und du wirst noch nicht dieses wirklich schöne Liebesleben haben, wo du sowohl Leidenschaft, Loyalität, Wertschätzung und Vertrauen hast. Bis dahin wird es noch etwas dauern. Aber wenn du sagst, du hast wirklich Gefühle und du bist nicht emotional abhängig, dann lass es einfach auf dich zukommen. Lass ihn auf dich zukommen und lass ihn dir beweisen, dass er auch anders kann. Dass in ihm was ist, was wirklich auch Liebe geben kann, was wirklich auch Liebe ausstrahlen kann. Lass das zu. Aber im Endeffekt musst du dann immer die Entscheidung du treffen. Also ich kann dir nur sagen, was ich vom aktuellen Standpunkt, vom aktuellen Zeitpunkt, wenn du die Legung siehst, für dich für Zukunft habe, für Energien sehe. Vor allem auch, was ich für Gefühle bei deinem Gegenüber hier sehe. Für Gedanken, für Emotionen. Und du musst entscheiden, ob du dich der Bindung hingibst, auch wenn du schon mehr investiert hast. Glaube mir, ich sehe, dass du mehr investiert hast als er. Ich weiß, dass du schon zu viel gegeben hast. Aber das ist einfach der Weg, der mir hier gezeigt wird. Und ich muss sagen, diese Legung war für mich auch interessant. Ich fühle mich jetzt ein bisschen energetisch ausgelaugt, weil ich heute klar sehen konnte, aber mich auch anstrengen musste. Das heißt, generell beim Kartenlegen, beim in die Zukunft schauen, musst du verstehen, dass es nicht so ist, wie wenn man jetzt irgendwo beim Friseur arbeitet. Man sagt, man macht diese Frisur jeden Tag, du willst den, was weiß ich, Pferdeschwanz oder irgendwas. Also mit Frisuren kenne ich mich gar nicht aus, weder bei Männern als auch bei Frauen. Sondern das ist einfach sowas Individuelles. Das heißt, früher gab es ja das Orakel von Delphi. Das war so das Orakel in Griechenland und
Man hat nicht immer die Antwort bekommen, die man wollte, wenn man hingegangen ist. Man hat nicht immer genau die Klarheit bekommen, die man wollte. Also es kommt immer darauf an, manchmal sehe ich klarer, manchmal weniger klar. Also das kommt immer darauf an und ich sage einfach alles, was ich sehe und ja, das kommt einfach alles von selber aus mir raus. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal, was vermutlich morgen sein wird.